beiden. Der Sänger Gervais Gordon alias OK Sharp und die Tänzerin Manti Rivani lernen sich 2015 bei Dreharbeiten in Johannesburg kennen. OK Sharp zeigt bei dieser Gelegenheit Manti seine neuesten Instrumentaltracks, inspiriert von einem Elektrosound, der gerade in den Townships von Durban angesagt ist. Die Tänzerin singt spontan dazu. Und so beginnt das gemeinsame Abenteuer der beiden Südafrikaner mit einem neuen Hybrid aus Dubstep, Minimal House und Gekom. Oder Kom. Oder wie war das noch? Kom. 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 Kom, kom, kom. Ja. Ja. Ja, aber das ändert sich ständig. Mal sind wir Gom und manchmal können wir auch Luft sein, da man nicht sehen kann, wo sie gerade ist. Du musst im Hier und Jetzt leben, um sie zu spüren. Die 1988 in Soweto geborene Manti Rivani wächst in der musikalischen Zeit des Kwaito auf. Als Achtjährige gründet sie eine Girlgroup, die beim 80. Geburtstag von Nelson Mandela in einem Stadion vor 80.000 Menschen auftritt. 2010 entdeckt Manti den Gom für sich, eine Weiterentwicklung des Kwaito und lautmalerischer Ausdruck der Zulu für Trommelschlag. Auf der Welle synthetischer Drogen surfend, verlangsamt sich der südafrikanische House, bis er minimalistisch wird. Dieser von Taxifahrern verbreitete Sound orientiert sich beim Tanzen an deren Gestik, wie etwa dem Lenkrad einschlagen. Diese Pflichtfiguren werden hier von dem Rapper Oke Malum Cool Cat demonstriert. Manti ist die Muse des Filmemachers Chris Saunders und so lernt sie beim Dreh von Ghost Diamond OK Sharp kennen. In diesem Urban-Fiction-Film, eine Mischung aus Science-Fiction, urbanem Tanz und Martial Arts, spielt sie die Hauptrolle und er liefert den Soundtrack. Ich glaube, wir sind ein Antivirus-Programm. Wann immer es zu viel negative Energie gibt, solltest du selbst der Antivirus sein. So überwindest du diese Situation und wirst zum besten Mensch, der du sein kannst. Lass dich nie von so etwas ausbremsen. Als 2001, nach dem Tod ihrer Mutter, auch ihr Vater stirbt, muss Manti sich um ihre Geschwister kümmern. Sie zieht mit ihnen nach Johannesburg, findet einen Job als Model und gründet mit dem Studio 113 ihre eigene Kreativagentur. Zeitgleich schließt sich die Künstlerin, Musikerin und Performerin dem Tänzerkollektiv Vintage Crew an. Und ihre gemeinsam entwickelten Choreografien hinterlassen bei Die Antwort bleibenden Eindruck. Das White Trash-Aushängeschild bucht Manti für die Tanzszenen von Fatty Boom Boom und nimmt sie mit auf Tour. Das Leben in Soweto hat für meine Karriere und meinen Selbstfindungsprozess eine sehr wichtige Rolle gespielt. Denn die Leute sind dort sehr leidenschaftlich. Sie ergreifen jede noch so kleine Chance. Und das wirkt ansteckend. Beim Pariser Festival 100% Afrique sind neben OK Sharp und Manti Rivani auch andere bekannte Künstler zu Gast, wie Edi Ekete, der Dosenmensch. Don't get when you know I'm a la la, oh my delay.
Du kannst alles werden, was du zu sein verdienst. Heute fühle ich mich wie eine Science-Fiction-Queen. Ich habe daran geglaubt, also bin ich zu einer geworden. Das ist das Schöne am Leben, diese Möglichkeiten, die der Mensch hat, durch seine Energie.